Verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp! Ohne uns stirbt sie da! Stopp! Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Tess! Jetzt lauf einfach weiter. Tess, Paper Hands! Neutralisiert. Sie hat zwei Männer getötet. Verstanden. Du, brich die Tür auf. Du, komm mit. Ja, Sir. Tess. Okay, gibt's hier noch irgendwo guten Stuff? Sie werden bald hier sein. Ja, ich weiß, Ellie. Deswegen laufen wir ja auch wie bescheuert. Ich hatte mal eine Schulkameradin, die hieß auch Tess. Theresa hieß sie. Ich habe sie aber immer Tess genannt, fand ich immer cooler. Ich habe ihr den Spitznamen gegeben. Sagte sie zu Spitznamen? Jeder hat sie irgendwann Tess genannt. Ich hab es. Jeder hat sie Tess genannt. Naja, wie es halt immer so ist. Irgendwann nimmt man den halt an. Aber ich habe sie gefragt, ob ich das darf. Sie hat ja gesagt. Wo ist diese Ratte? Wo ist diese Ratte? Woher geht die Frau? Simstone, oh Gott, nein! Ah. Simstone, moinsen. Problematisch. Ich finde Tess für Theresa schon sehr, sehr, sehr schön, den Namen. Nicht. Was gesehen? Suchen wir weiter. Ich werde hier suchen. Such da unten. Wo ist der Typ? Hey Simpson. Und Killer Moin. Hey Burnt, moin. Oh mein Gott. Also war ich damals schon ein Influencer? Ich sehe mich heute nicht als Influencer, um ehrlich zu sein. Ich hasse das Wort. Hört sich an wie eine scheiß Krankheit. Du willst also die harte Tour. Bleib bei mir. Na los. Du bist erledigt. Los, na komm. Heißt Influenza auch nicht normal Grippe? Yes. Ist ja auch wie eine Scheißgrippe. Was zum Teufel? Okay, okay. Komm, Lady. Bin hinter dir.
und damit haben wir alle. Doggy, ich grüße dich, Schatz. Wie geht es dir? Na? Oh. Oh. Es gibt aber einen Unterschied. Warte mal, es gibt halt einen Unterschied zwischen Influencer und Influencer. Was ist denn der Unterschied? Heute mal Homeoffice, bin ich zur Zeit. Beides ist schlimmer wie eine Krankheit. Aber bei dem kleinen fetten Jungen im Internet, da gucke ich zu. Aber ich sehe mich auch als Content Creator, nicht als Influencer. Ich glaube, ich bin der beschissenste Influencer, den es gibt. Bisher kennt ihr diese Momente, wenn ich Streams gucke und irgendeiner sagt, Twitch Prime ist kostenlos und alle abonnieren rein und nutzen ihre Twitch Primes? Wenn ich das mache, fühle ich mich ziemlich scheiße, weil keine Sau macht das. So ein guter Influencer bin ich. Okay. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Twitch Prime ist... Deckung. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Okay, erstmal hier. Hier. Twitch Prime ist... Hey, John, moin. Erikson, dankeschön für dein Prime und Ignifolio, dankeschön auch an dich für die 6 Monate. Okay, das war keine gute Idee. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Twitch Prime ist kostenlos und vor allem nicht ausverkauft, Dicey. Okay. Charge! Gott! Ellie. Wir müssen zusammenarbeiten jetzt. Du und ich, okay? Nein! Schieß auf deinen Kumpel! Ellie, helf! Okay, Ellie, du brauchst nicht helfen. Ich hab alles geregelt. Ist kein Problem. Oh shit, da ist noch einer. Okay, wir müssen ganz kurz mal... Yes. Besser machen. Was denn? Ich muss mich wohl erstmal heilen, hallo? Ich bin alt? Ich hab graue Haare. Kann nicht mehr. All that says moin. Scheiße, das sind ja noch 2. Aber doch nicht mit einer Mosin, oder was? Hast du gerade Mosin schon? Ey! Ellie, jetzt hilf! Ach, Ellie, jetzt hilf mir doch ein bisschen. Nee, Doggy, nur auf schwer.
Noch schwer. Mensch, Ellie, du musst auch mal ein bisschen was machen. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Hitman 3, gespannt im Januar. Killer, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht, Killer. Das heißt Zugriff. Komm her. Helme retten Leben, Chat. Oh shit! Au. Okay. Wir haben es geregelt. Joel, da ist der Ausgang. Ich sehe ihn. Okay, okay. Come on, baby, give daddy some lovin'. Moin, moin, Magas. Hey, Maggie. Dankeschön für 43 Monate. Und Shellex, dankeschön auch an dich für deinen Prime. Hola. Oh, jetzt ein schönes Ad von Schleck. Das wär's, oder? Oh. Das wäre jetzt wirklich ein schönes Ad von Schleck. Bloody, was soll das denn heißen? Bloody. Bloody! Aber doch nicht in meinem Kanal über andere. Also, Mann, ey! Ich danke dir trotzdem für die netten Worte. Ronan, moinsen. Okay. So, jetzt sind wir so gut wie munitionslos. Da ist eine Treppe. Bleib unten. Noch irgendwas zum Looten hier? Nö. Ist mein Facecam weg? Ja, die war zu heiß.
Manchmal kommt die Facecam mit meinem guten Aussehen nicht dran. Bagger! Verdammte Zeug einatmen. Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Nein, alles leer. Ich suche hier. Such hier drüben. Ich suche hier. Such hier drüben. Ich gehe in die andere Seite. Auf die andere Seite. Zeig mich, Schluss mit dem Versteckspiel. Wirklich, Fee, Wunsch ist Wunsch. Nee, du wolltest auf die andere Seite gehen. Oh oh. Heilige Scheiße! Warte! Oh! Ich find's schön, dass dein Helm so schön platscht. Geil. Mann. Du bist ein richtiger Killer, Joel. Müssen halt mal gucken, ob wir irgendwo noch was finden. Zum Basteln und Bauen hier. Mach das mal bei Tag auf. Ja, wäre schön, wenn das geht. Aber leider geht das nicht. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich mich freue, wenn wir bald wieder Autorennen fahren können? Habe ich das schon erzählt? Ellie kann nicht schwimmen, denk. Ja, das ist jetzt blöd, Ellie, mit dem Schwimmen. Desperados habe ich auf dem Zettel, ja, Desperados 3. Das werde ich mir bestimmt mal ansehen. Toll, Ellie darf außen gehen und ich muss rumschwimmen. What the fuck? Ellie? Mir geht's gut. Arschbombe. Man hat in so Games aber auch immer so dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber man muss immer alles absuchen. Eine Leiter. Vielleicht geht es damit. Ja, okay, aber wie kriegen wir jetzt denn die Leiter? Du lässt mich doch nicht. Nee. Tschüss, Ellie. War nett mit dir. Bye, bye. Au revoir.
warte da. Hier ist irgendwas gelb. Muss ich hier irgendwas machen? Gibt es hier sowas wie einen Powerknopf oder so? Ich meine, das wäre super klug, unter Wasser Strom anzumachen. Also, das weiß doch bitte jeder, dass das super klug ist, KOLK. Ist da unten was? Eine Sackgasse. Das hier ist, glaube ich, auch eine Sackgasse, oder? Vielleicht irgendwo. Es war so offensichtlich. Komm, Ellie. Das Floß ist da. Ellie. Steig drauf. Wirklich? Klar, kein Problem. Okay. Steig drauf. Was macht Ellie? Yeah, Flachkörper war Laune. Ich hab dich. Ja, ich mein, wie wär's denn mit... Ah ja. Na, ob das so clever ist, Ellie. Wer weiß, ob die lang genug ist. Du. Auf Meter passgenau, du. Aber passgenau. Ja, danke, Jax. Ich weiß, dass das die richtige Entscheidung ist. Also, I know. Leute von EFT, Racing-Leute sind alle hier. Alles gut. Ein Stream ist immer gut, wenn Leute sich unterhalten fühlen. Und da spielt das Game keine Rolle. Und ich sag mal so, EFT würde kaum eine Sau zugucken, weil ich da schlechte Laune habe. Also von daher, alles gut. Aber danke für die netten Worte, Jax. Freut mich. Hey, also... wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Okay. Dazu möchte ich kurz was sagen, weil wir sind nach der Cutscene. Moment. Na bitte. Ja,
Hier lang wird's schneller gehen. Lincoln. So sehe ich das auch mal. Ab was? Durch die Hecke. Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Also, jetzt mal kurz unter uns, weil das ja, es gibt hier kein Unternehmerisch. Hier geht's nicht um Geld. Ich streame immer noch nicht des Geldes wegen. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Und ob ich morgen nur 2000 Zuschauer, wovon 1000 nur im Lurk sind, weil sie Jobs kriegen, oder ob ich heute Zahl X habe und davon alle zugucken, des Zuguckens wegen, und wir alle einen schönen Tag haben und Spaß haben, ist das, glaube ich, unternehmerisch viel cleverer als alles andere. Also von daher, all good, mach mir da gar keine Sorgen. Weil die Streams alle gut sind zurzeit. Dadurch, dass sie alle gut sind, gucken sich die Leute das halt an, ob ich nur EFT spiele oder nicht. Bei EFT würde keine Sau zugucken. Sind wir mal ehrlich. Wenn wir es mal unternehmerisch betrachten. Oh. Nee, du sollst die Pflanze mitnehmen. Aber trotzdem danke. Warte mal kurz. Ich komm mal dahin. Oh, hey Kleiner. Oh nee, das ist alles okay. Wenn das nicht euer ist, so. Wir müssen ja jetzt nicht wieder stundenlang darüber diskutieren, was euch gefallen wird und was euch nicht gefallen. Ist doch scheißegal. Wir haben einen schönen Nachmittag und gut ist. Das muss man sich nicht immer unter die Nase reiben. So, also ganz ehrlich, mich interessiert das nicht, was euch nicht gefällt. Genauso wie euch nicht interessiert, was mir nicht gefällt. Naja, gut. Zwangsweise schon. Aber ihr wisst, was ich meine, okay? Geht's am Wochenende los mit The Last of Us Part 2? Yes. Wir werden Freitag loslegen. Wir spielen jetzt hoffentlich heute, morgen und übermorgen The Last of Us durch plus DLC, damit wir vorbereitet sind für Freitag. Also Freitag spielen wir auf jeden Fall. Siehst du? Und deswegen gibt es das hier nicht Religionslehre. Ich stream, was ich streamen will. Schon immer und das wird auch immer so sein. Das wird immer so sein. Ich würde zwar, bin ich ganz ehrlich, jetzt lieber Racing betreiben und im Sitz sitzen. Geht nicht. Alternativ haben wir uns halt doch noch was rausgegeben. Aber ihr wisst, was ich meine. Wow, da! Habe ich auch schon gesehen, Jax. Ich habe schon überlegt, ob wir Red Dead Redemption RP mal ausprobieren. Habe ich schon gesehen. Aber ich glaube, ich bin gerade nicht dafür bereit. Bin nicht bereit dafür. Wo muss das Brett jetzt hier hin? Wo wollen wir drüber steigen? Da ist keiner für bereit. Was machen wir hier mit dem Brett? Am besten wäre, glaube ich. Oh, eine Ruhe. Nice. Ellie, du müsstest mal das Brett in Empfang nehmen. Bitte? Können wir das hier irgendwie gegenstellen?